euch das Wetter an. Schnell, das ist mein Ziel. Kein Bus, kein Zug, nur so welche. Was geht ab? Ich weiß ja nicht, ob ihr euch erinnern könnt. So, wir sind wieder zu Hause. Ja. Dann stehe ich morgen auf und dann gib ihm, ne? Ich wiege jetzt 72,3 ohne. So, der Rucksack ist gepackt. Mit haben wir 99,3. Also 27 Kilo diesmal. Was geht ab, Leute? Guckt euch das Wetter an. Es geht wieder auf Mission. Rucksack ist drauf, 27 Kilo. Brauche ich erstmal so eine Bushaltestelle. Dann fahre ich von da nach da, nach da, nach da. Wir werden sehen, wo wir heute starten. Auf jeden Fall erstmal traveln wir jetzt. Aber das Wetter macht mir gute Laune. Und jetzt erstmal zur Bushaltestelle. Was für ein Winter. Ich stehe hier im Hoodie. In der Sonne, warte auf den Bus. Das ist ja im Winter. Ich bin auf jeden Fall auf der Jagd nach Schnee. Das ist mein Ziel. Ja, da geht die Wanderung spontaner los als gedacht. In dem Nest, wo mein Hotspot ist, dort ja, kam kein Bus am Samstag. Und jetzt gönne ich mir erstmal 6 Kilometer zum Bahnhof, damit ich dahin komme, wo ich eigentlich wandern will. Aber so ist das. Geil mit der Sonne jetzt hier zu starten heute. Ja, die ersten 6 Kilometer haben wir dann gleich schon mal. Die waren zwar jetzt spontan. Die Sonne ist am Start, Wind ist am Start, ich bin am Start. Jetzt musst du noch schnell am Start kommen und dann wird das schon. Ich glaube, der Bahnhof ist gleich da. Da wollen wir mal schauen, dass der Zug kommt, um dann in den Harz zu kommen. Jawohl, die Sonne scheint, das ist schön. Der Bahnhof ist auch da. Der Rucksack ist auf jeden Fall okay eigentlich. Ich komme ja nicht von hier, ich weiß auch nicht, dass mit dem Bus samstags dies, das. Also, schauen wir mal. So, 13.03 Uhr. Wir wollen ja nach Magdeburg zum Hauptbahnhof, also um 13.11 Uhr. Dann wollen wir den mal nehmen. Ja, toll. Kein Bus, kein Zug, nur so welche. Was geht ab hier? So, da kommt einer. Ich hoffe, jetzt habe ich mal mehr Glück. Wir sind eben schon welche lang gefahren, die fuhren alle durch. Ich habe schon Frustessen gemacht. Ey, weh, der fährt jetzt auch durch. So, nachdem ich jetzt eine Stunde hier gechillt habe, kommt endlich ein Zug. Na, dann kann es ja endlich losgehen. Den hau ich mich erst noch rein, damit ich hier auf Turm komme nach dem geilen Start. Ich hab's geschafft, war jetzt noch 5 Stunden unterwegs. Okay Leute, was geht ab? Erinnert ihr euch an diese geile Stelle hier?
Zumindest in Bad Harzburg dachte ich mir nämlich, dass ich dort, wo ich letztes Mal die Wanderung beendet habe, einfach beginne. Ich bin jetzt gerade erstmal 5 Stunden hier rumgeeiert mit leicht anfänglichen Schwierigkeiten. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht aufhalten. Wir werden jetzt ganz zügig diese Stadt durchqueren, in die Natur rein jumpen und dann einen Zeltplatz suchen. Ja, denn heute wird, glaube ich, nicht mehr viel gemacht, aber morgen stehen wir dann schön früh auf und dann jumpen wir richtig geil den Brocken hoch. Und zwar von einer anderen Himmelsrichtung als sonst. Ich hoffe ja, es liegt Schnee oder schneit oder ja. Ist auf jeden Fall mein Ziel diesmal, Schnee. Also Leute, ich check jetzt erstmal Bad Harzburg ab. Hier war ich ja nur einmal bisher. Aber ich find's geil, gerade wieder hier zu sein. Letztes Mal saß ich dort und hab noch erzählt, wie fasziniert ich momentan bin von der Flexibilität, der Freiheit, einfach mal eine halbe Stunde später irgendwo zu sein, wo du es selbst noch nicht wusstest vorher. Und das nicht nur einmal. So, und jetzt bin ich wieder hier. Ich wusste es tatsächlich heute Morgen auch noch nicht, ob ich hier sein werde oder woanders starte. Aber das ist ja das, was ich meinte. Ist ja geil, einfach zu schauen, was das Universum so Bock hat zu machen für einen. Und das Universum hat mich hierher geführt. Und jetzt gehen wir quasi zu einem Stausee, Äckerstausee heißt es, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich den heute noch erreichen werde, aber das ist auf jeden Fall unser erstes Ziel. Da oben ist der Mond. Ist eigentlich geiles Wetter. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall jump ich jetzt los und gönne mir erstmal Bad Harzburg. Na, schau mal eine an. Wo sind wir denn hier bitte? Also, ich weiß ja nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern an diese miese Tiefgarage, wo hier genau mein Zelt stand. Ja, ihr könnt euch ja mit dem Vlog Silvester alleine wandern reinziehen. Zweiter Abend, dritter Tag, war das hier. Ich bin ja tatsächlich am Überlegen, ob ich jetzt hier auch zelte und dann morgen früh richtig frisch hier starte. Ja, ist auf jeden Fall eine Idee. Ach ja, Home Sweet Home, wa? Also ohne Scheiß, glaube ich, werde hier wieder zelten. Weil, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie diesen Spirit vom letzten Mal. Und ja, ich habe jetzt 2 Wochen fast so krass Sport gemacht. Ich habe gerade gesehen, hier um die Ecke ist eine Pizzeria. Also ich habe mich so richtig nice dieses Jahr perfekt verhalten von meinen Erwartungen an mich selbst. Und ich dachte mir, so eine Pizza in einer Urban Fashion hier mit dem Zelt und dann ein bisschen früh schlafen gehen, morgen früh aufstehen, einpacken, Matcha, dies, das, ihr wisst ja, wie es läuft. Und dann drive ich richtig los. Dann geht's den Brocken hoch. Also, bin spontan und anpassungsfähig, also ja, wir werden sehen. Erstmal auf jeden Fall danke, liebe Tiefgarage, dass du immer noch stehst, das letzte Mal hier zelten durfte. Na gut, dann werden wir das wohl so machen. Da ist die Pizzeria. Heute machen wir mal sowas. So, wir sind wieder zu Hause. Wir essen jetzt erstmal schön. Dann bauen wir das Zelt auf. Ach, ich sag's euch, Leute. Einfach machen, was man morgens noch nicht weiß und abends ist man irgendwo. Ist einfach geil. So, Zelt ist aufgebaut, wie immer, schön da hinten die Nahrung, die Getränke, den Koffer, die Elektronik. Mein Schlafsack bis minus 18 Grad, gibt's keinen Struggle, mein Rucksack, das ist meine Ordnung. Also, das war wieder Zelt Crips, ich chill mich jetzt erstmal da rein. Ich liege in meiner geilen Garage. Yeah! Ihr wisst ja, der geilste Augenblick des Tages, naja gut, heute ist noch nicht so krass. Ich bin ja gerade mal Zug gefahren, aber trotzdem geil. So, ich bin jetzt ready hier für die Nacht. Ich habe auch Flavor, passend zu meinen Klamotten. Ja, so sieht das aus hier. Da steht mein Zelt und jetzt chill ich erstmal hart hier. Endlich, nach der ganzen Action heute. Also reicht ja nochmal heute, wa? Ja, Tag 1. Ich liege jetzt im Zelt, im Schlafsack und mache mich jetzt in den Schlaf. Dann stehe ich morgen auf und dann gib ihm, ne? Also, gute Nacht, peace out, bis morgen. Ich habe ja auch Match. Dieser Augenblick, zu wissen, jetzt geht's in die Natur. Bei der Hütte brauche ich erstmal Matcha.